Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Zurück in Griechenland, zurück in Athen. Und wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich das jetzt so gemacht, dass ich immer erstmal alle Aktionen beendet habe, bevor ich in die nächste Runde, bevor ich gespeichert habe und das Spiel beendet habe. Dementsprechend dürfte jetzt hier auch erstmal nichts weiter zu machen sein, oder? Ja. Was ist das? Aufwecken. Der regeneriert sich wahrscheinlich gerade und aufwecken bedeutet, dass er dann halt aufhört, sich zu regenerieren. Keine Ahnung. Okay. Ja, hier unten ging es auch nicht weiter. Stimmt, wir waren ja ziemlich abgeschnitten in dem Bereich. Naja, habe ich dir nicht gesagt, er soll sich regenerieren. Ja, wir kommen ja eh nirgendwo anders mehr lang. Hier steht ja die Einheit. Ich weiß nicht, ob wir nochmal hier hochgucken wollten. Ich glaube, um zu schauen, ob wir da jetzt durchkommen. Ist halt echt blöd, ne? Unten haben wir noch diesen Barbarenstamm. Hier haben wir den, okay. Ja, ist echt blöd, dass man nicht über Felder gehen kann, wo halt uns jemand den Weg versperrt. Egal, ich habe eh erstmal nichts zu tun mit dem Speer, deswegen schicke ich ihn nochmal hier hoch, um einfach zu gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und der Weg ist jetzt frei. Gut, mit dem wollten wir mal weiter nach links ziehen und schauen, ob wir da irgendwann platt machen können. Oha, oha, da haben wir uns ja genau den richtigen Platz ausgewählt. Jetzt werden die nämlich platt gemacht, weil die zwei berittenen Bogenschützen natürlich stärker sein werden als der. Geil. Haben nur noch zwei Landeinheiten. Wir brauchen, glaube ich, echt mal... Ah, okay, die kämpfen erstmal gegen die. Das ist natürlich nicht so schlecht. Da können wir vielleicht ein bisschen helfen. Mal schauen. Und London quasi zur Hilfe kommen. Aber ich glaube, wir brauchen echt mal wieder Einheiten. Naja, geht in den Wald. Das hat halt einen taktischen Vorteil. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht. Aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Ulysses S. Grant. Politik ändern. Was ist dazugekommen? Strategos. Plus 2. Großer Generalpunkte pro Runde. Das ist gerade nicht so wichtig. Wir haben eh keine krasse Armee. Manöver. 100% Produktion für schwere und leichte Kavallerieeinheiten der Antike und Klassik. Nee, ich glaube, da lasse ich dieses Plus 5 Kampfstärke erstmal. Das heißt, da brauchen wir überhaupt gar nichts. Ausrichtung wählen. Gut, wir hatten jetzt die Militärtradition und wollten dann wahrscheinlich zu Militär und... Oder wollen wir jetzt Drama und Dichtung? 4 Runden, das dauert 9 Runden. Amphitheater plus 2 Kultur, das wäre ganz gut für unseren Sieg, den wir anstreben mit Kultursieg. Akropolis, Bezirk, also müssten wir dann diesen Bezirk erst bauen, um dieses Amphitheater zu bauen. Ein ausschließlich Griechenland zur Verfügung stehender Bezirk für Kulturstätten ersetzt den Theaterplatzbezirk. Ja, das wäre dann wahrscheinlich ziemlich, ziemlich schlau, den zu nehmen. Also ich glaube, das bauen wir dann auch mal demnächst. Also werden wir wohl Drama und Dichtung nehmen. Literarische Tradition plus 2 große Schriftsteller pro Runde. Eindeutiger Sieg ist natürlich klar, weil wir haben ja hier berittene Einheiten im Nahkampf sind nicht so gut, wenn sie nur einen Bogen haben. Deswegen greifen wir mal an. Hä? Wieso kann ich die nicht angreifen? Hallo? Kann ich die nicht angreifen, weil die im Londoner Bezirk sind? Ist das echt so dumm, dass ich die nicht helfen kann und die nicht angreifen kann? What? Wieso kann ich denn die nicht angreifen? Ach du Scheiße. Ja, das muss der Grund sein. Also anders kann ich es mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Oh, das ist ja mega geil. Oh, was mache ich denn da jetzt? Scheiße, jetzt muss ich die erste rauslocken, wie es aussieht. Da kann ich nicht helfen, sorry. Das ist natürlich ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, um genau zu sein. Hätten wir die schön platt machen können, aber... Ja. Das finde ich aber schon merkwürdig, dass man die nicht angreifen kann. Ich meine, es ist ja schon irgendwo ist es sinnvoll, weil wir dürfen nicht einfach so ins Gebiet des
Von London rein, wenn wir das nicht... Ach so, hätten wir vielleicht mal den Vertrag abschließen können. London, wo ist denn London? So, Delegation schicken, Überraschungskrieg erklären, Abkommen aushandeln. Offene Grenzen, offene Grenzen. Scheiße, das hätte ich eher machen können, hätte ich, aber da habe ich letztens noch nicht dran gedacht. So, das bedeutet aber, deswegen sind die dann auch so gestrichelt. Das bedeutet jetzt also, wir können dann ihnen helfen, deswegen... Oh, was ist denn fertig? Was wurde denn fertiggestellt? Wunder vollendet. Ein unbekannter Spieler hat ein Wunder vollendet. Okay, aber das ist nicht meins. Wir haben hier unsere hängenden Gärten. Wunderschön. So, Produktion wählen. In Athen. Was produzieren wir denn da mal? Was ist das? Siedler. Wir haben hier Rhodos. Ach so, das ist dann wohl der Siedler für unsere Hafenstadt. Und hier hat sich einfach mal... Toll, wieso hat sich denn hier bitte schön ein Barbarendorf hingestellt? Fuck. Wir haben ja nur noch einen Krieger da oben. Das heißt, wir könnten ja mal, auch wenn ich ganz gerne was anderes bauen würde, könnten wir ja mal was... Hobli, dauert nur 3 Runden. Ist stärker als der... Nee, ist glaube ich genauso stark wie der Krieger. Nee, 20. Hobli hat 25. Okay, sehr schön. Aber da brauchen wir halt eigentlich direkt 2, damit die immer direkt gleichzeitig nebeneinander herlaufen können, weil das sich dann gegenseitig boosten. Das wäre halt ganz cool. Aber trotzdem denke ich, ach, schwerer Streitwagen, hat 28 Stärke, kostet auch nur 3 Runden. Habe ich denn jetzt schon Pferde als Ressource? Ja, hier. Schwerer Streitwagen. Starke, schwere Kavallerie innerhalb der Antike erhält ein Bonusbewegung bei Rundenbeginn auf einem ebenen Geländefeld ohne Wald, Regenwald oder Hügel. Ja, dann sollte ich das nehmen. Erstens kann er sich theoretischerweise schneller fortbewegen. Hamburg ist wahrscheinlich gegen Städten, genau. Hoplit. Erstens kann er sich schneller fortbewegen und zweitens habe ich jetzt eigentlich keine Lust, 2 Hopliten zu bauen. Also ist Streitwagen besser, weil er sich schneller fortbewegen kann und stärker ist. Und ich erstmal nur eine Einheit haben will, damit ich hier dieses dumme Dorf angreifen kann. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Dauert ja auch noch 3 Runden, das ist cool. Siedler. Ja, wo packen wir denn unseren Siedler hin? Wo packen wir denn unseren Siedler hin? Der könnte ja zumindest schon mal langsam in die Richtung hier laufen, oder? Deswegen schicken wir ihn erstmal bis... Oder gehen wir ihn einfach jede... Lassen wir ihn jede Runde ein Stück vorrutschen. Macht vielleicht mehr Sinn. Dann habe ich besser den Überblick, ob jetzt vielleicht gerade irgendwie ein Angreifer in der Nähe ist. Ach Mist, hätte ich nur das mit den offenen Grenzen vorher gemacht, dann hätten wir die perfekte Position gehabt, um die anzugreifen. Wären wir vielleicht schon tot, hätten wieder Erfahrung bekommen und so weiter und so fort. Eieieiei. Aber okay, das mit den offenen Grenzen, das... Haben wir jetzt erledigt, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Oh, jetzt haben wir plötzlich hier einen Streitwagen. Machen die gerade London platt, die Barbaren? Kann das sein? Können die das überhaupt? Das wäre schon krass, wenn ein Barbarenstamm einfach mal so eine Spielereinheit platt macht. Also das heißt Spielereinheit, ein Volk quasi, ein ganzes Volk. Nächste Runde. Ach, hier oben haben wir noch einen Krieger. Wo schicke ich denn den gerade hin, bitteschön? Oh nein, jetzt greifen sie mich wirklich an. Aber es dürften... 13 Schaden. Hä, warum schicke ich denn die hier runter? Ach ja, weil ich das hier platt machen will. Okay, wir heilen uns mal. Das macht das auch alles wieder Sinn. Okay, bedeutender Sieg. 10 zu 35. Deutliche Niederlage. Ach du Gott. Ach so, das ist ja London. Ja, da ist ja alles gut. Nehmen wir den hier. Oh, wir machen es noch nicht ganz kaputt. Toll, jetzt wird dieser schwere Streitwagen von London, wird die jetzt platt machen, damit wir dadurch mehr Erfahrung bekommen oder so. Richtig geil. Ich müsste auch unser eigener schwerer Streitwagen fertig sein, glaube ich. Ja, sage ich doch. Gemein. Aber wir haben ihm geholfen.
Fuck, wir hätten halt vorher diese Bogenschützen, diese berittenen Blatt machen können, wenn wir dran gedacht hätten mit diesen offenen Grenzen. Aber jetzt können wir zumindest mal mehr in die Richtung hier vorziehen und hier bitte auch irgendwo... Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Da ist ja auch noch irgendwo ein Barbarenstamm hier oben auf jeden Fall. William Shakespeare, Politik ändern. Aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Großer Schriftsteller pro Punkte pro Runde. Großer Wissenschaftler, plus zwei großer Wissenschaftler pro Runde. Ja, ich glaube, dann nehmen wir erstmal dieses plus zwei großer Wissenschaftler weiter. Und bis wir halt diesen Wissenschaftler haben, macht er jetzt keinen Sinn, jetzt umzuschwenken. Und diese Produktion will ich eigentlich auch nicht abstellen. Von daher lassen wir das einfach mal so. Und jetzt können wir, was nehmen wir denn jetzt? 9 Runden, 13, 4, Theologie, 4 Runden, Tempel, Mahabodhi-Tempel, Schrift, 100% heilige Stätte, Nachbarschaftsbonus. Ermöglicht den Kauf von Aposteln. Aposteln können nur mit Glauben erworben werden. Plus 1 Bürgerplatz, Punkt des Großen, Reliquienplatz, benötigt Schrein und heilige Stätte. Gewehr 2 Apostel muss auf Wald neben einem heiligen Städtebezirk mit einem Tempel gebaut werden und ihr müsst eine Religion gegründet haben, plus 4 Glauben. Das scheint mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Jetzt haben wir hier Raubzug, Erträge durch Plünderung werden für das Plündern von Modernisierung, okay. Veteranstatus plus 30% Produktion für Lagerbezirke und Gebäude in diesem Bezirk. Das klingt ja irgendwie auch nicht so geil. Lager haben wir auch noch nicht. Verteidigungstaktiken plus jetzt Stadtverteidigung. Stärke plus 5 Stadt Fernkampfstärke. Limes, 100% Produktion für defensive Gebäude. Das heißt, wir könnten unsere Stadtmauern schneller bauen. Wäre das zum Ziel einer Kriegserklärung, richtig geil. Geschichtsaufzeichnung, große Bibliothek, Bonusse für alle Technologien der Antike und Klassik. Ach so, das ist ein Wunder. Muss auf Flachland neben einem Campusbezirk mit einer Bibliothek gebaut werden. Plus 2 Wissenschaft, ja, okay. Naturphilosophie. 100% Campusbezirk Nachbarschaftsbonus. Das ist halt alles, braucht eigentlich alles nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Oh, danach werden wir schon ins Mittelalter eintreten. Interessant, das geht ja schnell. Aber vielleicht dann am ehesten diese Verteidigungstaktiken, weil vielleicht will ich irgendwann meine Mauer bauen, die dann schneller gebaut werden kann. Ist echt schwer. Geschichtsaufzeichnungen. Meine Theologie dauert halt nur 4 Runden, das ist irgendwie dann auch wieder interessant. Was haben wir denn jetzt? So würde ich halt definitiv mehr auf... wieder auf Glauben gehen und... der Tempel wäre ja auch kein Stress, den Tempel zu bauen dann. Ich glaube, ich nehme erstmal die Theologie. Dann ist halt einfach die Religion unser zweites Standbein nach Kultur. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Religion? Wir haben den Zarathrismus. Ist das schon in irgendeiner anderen Stadt von uns? Pantheon, Gott der Handwerker? Nö. Okay. Dann können wir jetzt unseren Streitwagen erstmal in die Richtung hier ziehen. Das ist doch schon mal schön. So. Und wir produzieren jetzt. Das produzieren wir mal. Also eine weitere heilige Städtengebiet habe ich ja schon. Einheiten, Wunder, Orakel, das plus 1 Kultur, plus 5 Glauben, also plus 1 Kultur, okay. Das Patronat großer Persönlichkeit kostet, aber es sind halt 23 Runden, nein, jetzt keinen Bock drauf. Akropolis, stimmt, das wollte ich ja eigentlich bauen. Sets Theaterplatz. 6 Runden ist ja eigentlich auch ziemlich sexy. Das baue ich jetzt mal. Plus 3 Kultur, plus 3 Kultur. Ich glaube, dann baue ich es auf jeden Fall irgendwo mit plus 3 Kultur. Auch wenn wir jetzt hier die Landerweiterung oder Verbesserung kaputt machen. Ich glaube aber trotzdem, dass es am besten ist, wirklich halt maximale Kultur zu nehmen. Ja. So, Akropolis, da machen wir ein bisschen mehr Kultur, deutlich mehr Kultur. Und dann wird es vielleicht auch noch wieder Zeit, einen Handwerker zu bauen, um einfach nochmal für ein bisschen mehr Produktion zu sorgen. Mal schauen. Ah, hier sind wir auch fertig. Was haben wir denn hier gebaut gehabt?
glaube Kornspeicher oder irgend sowas. Monument bringt plus 2 Kultur, 9 Runden. Wie sieht's denn hier aus mit Status zufrieden? Annehmlichkeit benötigt 1-1. Wächst in 5 Runden. Gesamtnachrichtenüberschuss 6-3. Wohnraum 5 für 4 Bürger. Okay, wäre also auch nicht schlimm, wenn wir jetzt für mehr Wohnraum sorgen würden. Unterhaltungskomplett, Monument, plus 2 Stadtmauern, Einheiten. Unterhaltungskomplex. Dauert aber halt einfach mal 24 Runden. Plus ein Annehmlichkeit durch Unterhaltung wäre halt aber auch schon mal nicht so schlecht, damit die zufriedener sind. Empfohlen wird ein Lager, ein Stadtbezirk für Militäreinrichtungen darf nicht am, an das Stadtzentrum angrenzen. Das bedeutet, wenn ich das jetzt bauen wollen würde, dann geht es ja nur hier oder hier. Und aber das Blöde ist, dass in beiden Fällen ich hier halt Getreide ernten könnte und hier Bananenplantage hinbauen könnte. Das heißt, eigentlich müsste ich die zwei Felder gar nicht zubauen unbedingt. Handwerker dauert 9 Runden, dauert auch noch ewig. Unterhaltungskomplex. Heilige Stätte wird auch empfohlen. Hä, aber ist es... Ist doch eigentlich egal, oder? Ich brauche doch nur eine heilige Stätte, oder? Brauche ich doch eine heilige Stätte in einem anderen Bezirk? Also in einem anderen, in einer anderen Stadt? Eigentlich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob es Sinn macht, eine zweite heilige Stätte zu bauen. Aber ich dachte eigentlich, das reicht in einer Stadt aus. Dann haben wir hier das Monument. Da sind wir bei plus 2 Kultur. Aber es bringt der Stadt jetzt nicht sofort irgendwas, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Lager. Lager, ja, irgendwo müsste ich dann halt auch mal eine militärische Stadt gründen, um da einfach vielleicht für später auch die Möglichkeit zu haben, geilere Einheiten bauen zu können. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Baue ich noch einen Handwerker? Aber wie gesagt, eigentlich habe ich keinen Bock, das Lager hier irgendwo hinzubauen. Und der Unterhaltungskomplex, da gibt uns halt auch plus 1 Annehmlichkeit, aber es dauert halt 24 Runden, aber gut, Lager auch. Handwerker. Aber Nahrung haben wir eigentlich genug, oder? Ja, Überschuss 6,3, das wäre Schwachsinn. Gut. Was ist das für Ausbezeichnung? Die Bezirke sogar entfernt den Regenwald. Ich glaube, dann nehmen wir irgendeins, wo der Regenwald entfernt wird. Nehmen wir das hier, oder? Hat auch nur 2 Nahrung, das hier 4. So. Siedler, geh mal weiter, mein Freund. Dann können wir jetzt mit den Kriegern hier erstmal weiter nach links ziehen. Vielleicht soll man die auch erstmal wieder voll regenerieren lassen. Wenn dann hier doch wieder Barbaren kommen und irgendwelche Stärkeren, dann wäre es natürlich sehr unangenehm. Ah, ich glaube, ich regeneriere die mal in der nächsten Runde. Reich ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Epiktet, okay, kenne ich nicht den Mann. Forschung wählen, was nehmen wir denn da? Segeln, das wollte ich eigentlich erst machen, wenn wir halt eine Hafenstadt haben, die ja jetzt bald kommt. Bogenschießen ist egal, ist ein Dead End. Eisenverarbeitung, Schwertkämpfer, Nahkampfstärke 35, wäre ja eigentlich nicht so schlecht. Aber wir haben halt eh noch kein Eisen gefunden. Und eigentlich müssten wir das schon sehen, weil wir haben ja jetzt diese Ressource Eisen eigentlich schon drin. Ganz merkwürdig. So, Mathematik 12 Runden, Bauwesen 12. Aber wir brauchen halt sowieso, baut eine Eisenmine. Wir haben halt noch kein Eisen gefunden, was soll ich machen, Mann? Aber da brauchen wir halt logischerweise auch die Eisenverarbeitung nicht, wenn wir noch keine Eisenmine haben. Deswegen war es halt sinnlos. Maschinenbau, Aquädukt. Ein Bezirk, der eure Stadt mit Süßwasser von einem angrenzenden Fluss, See oder Berg oder einer Oase versorgt. Städte, die noch keine Süßwasserquelle haben, erhalten bis zu 6 Wohnraum. Nicht so wichtig, denke ich. Stadtmauern wäre da gut. Katapult brauchen wir auch erstmal nicht. Bauwesen. Baut eine Wassermühle. Terrakotta-Armee, das ist ein Wunder, das ist nicht so wichtig gerade. Belagerung, was macht denn das? Ein Punkt des Typs, großer General pro Runde. Belagerungsturm. Das ist ja auch oder nicht? Das ist ja Krieg, verdammt nochmal.
Mathematik, Petra, das ist auch ein Wunder. Plus 2 Nahrung, plus 2 Gold und plus 1 Produktion auf allen Wüstengeländerfeldern für diese Stadt. Kein Schwemmland. Okay, muss auf Wüste oder Schwemmland ohne Hügel gebaut werden. Können wir, glaube ich, eh nicht bauen. Ja, das sind gerade alles ziemliche Schrottsachen, muss ich sagen. Brauche ich alles nicht so richtig. Am ehesten vielleicht nach dem Maschinenbau mit Aquädukt. Das ergibt nur Wunder, brauche ich überhaupt nicht momentan. Ist dann halt vielleicht für später, wenn ich die anderen Sachen hier bauen will. Oder erforschen will. Aber das Wunder, dass ich habe keine Wüstenstadt. Bringt mir eh nichts. Benötigt Kaserne, muss an ein Lager angrenzen. Ja, habe ich halt beides nicht. Ich glaube, dann nehme ich Maschinenbau. Das ist gerade so das Sinnvollste. Okay, ziehen wir mal weiter mit unseren Kriegern Richtung... Ach so, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass ich die eigentlich heilen wollte. Ich bin aber auch blöd. Stopp nochmal. Und Produktion wählen für Rhodos. Was hat man denn in Rhodos? Da müssen wir eigentlich den Koloss bauen. Was hatten wir denn da gebaut? Ich weiß gerade gar nicht. Wahrscheinlich auch wieder ein Kornspeicher, ja. So, Monument. Ne, Stadtmauern. Wäre halt für Bonus gut. Handelszentrum. Ein Stadtbezirk, der auf... Ach so, Händler. Wir können ja verdammt nochmal einen Händler bauen. Verdammt. Das stimmt, das habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht. Ja, bauen wir einen Händler. Das dauert zwar 12 Runden. Ist das sinnvoll, hier einen Händler zu bauen, wenn es 12 Runden dauert? Überschuss, Annehmlichkeiten 1 von 0, 3,8. Wohnraum 4 für 2, also haben wir auch gerade erstmal keinen Stress. Handwerker wäre, denke ich, auch trotzdem nicht schlecht, um hier vielleicht ein bisschen mehr Produktion reinzubekommen. Nehmen wir einen Handwerker, nehmen wir einen Handwerker, nehmen wir einen Handwerker. Ich glaube, wir nehmen einen Handwerker. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Also Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.